viel Spaß bei dem Video, Leute. Schaut auch sehr, sehr gerne mal in die Beschreibung. Ich habe jetzt nämlich einen sprachlosen Kanal. Das heißt, es kommen auch Noob vs. Pro vs. Hack vs. God natürlich. Aber ohne Kommentar. Einfach mal den Link in der Beschreibung auschecken. Würde mich wirklich freuen, Leute. Tut mir einfach einmal diesen Gefallen. Schaut in die Beschreibung, klickt auf den Link. Scabby Noob heißt der Kanal. Einfach abonnieren, kostet nichts. Liken nicht vergessen. Ganz viel Spaß bei diesem Video und bei dem Video in der Beschreibung. Ah, endlich ist es soweit, Leute. Heute schaue ich mich mal nach einem neuen Hund um und erstmal... Moin, Leute, hallo. Oh, die Kamera, die will schon weitergehen. Machen wir mal ganz kurz weiter hier, Leute. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen nachgedacht, ne? Also ich habe ein bisschen nachgedacht, habe getanzt, habe überlegt, war verzweifelt. Dachte mir so, wie soll es weitergehen? Ich dachte mir, ich hole mir heute einen Hund. Nicht so einen wieder da drüben, sondern wirklich einen richtig, richtig schönen Hund. So, einmal hier rüber und das ist kein Hund. Du bist kein Hund. Weg da. Das ist eine Schlange, die ist gefährlich. So, jetzt muss ich mich mal umschauen. Hier irgendwo soll ein Hunde sein. Hier sollen Hunde gesichtet worden sein. Da drüben, ah, da ist schon der erste. Aha, okay. Du bist der erste Hund. Kann ich den mit einem bisschen Fleisch anlocken? Ich kann mal ganz kurz hier sowas probieren. Moment, zack. Ja, willst du Fleisch? Nein? Okay, wenn ich einen Knochen hinwerfe, Fleisch. Und das will er auch nicht. Mann, warum will er es nicht? Was könnte er denn sonst haben wollen? Naja, das geht so nicht weiter. So, wir versuchen mal hier jetzt vielleicht so. Hier. Hundi. Oh nein, jetzt werden die böse. Aua. Aua, ich habe euch auch nichts getan. Hört auf damit. Nein. Aua. Aua. Böse Hundis aus. Hundi, hilf mir. Hundi, hilf mir. Greif ihn an. Greif ihn an. Greif sie an. Hundis, Hilfe. Nein, jetzt werden die alle böse. Was habe ich euch getan? Bello. Bello. Ich habe doch einen Hund. Kann ich die... Komm, Bello, greif an! Bello, Bello, Bello! Komm, hilfst du mir auch, Kollege? Hier, ich geb dir Knochen. Und, hilfst du mir? Hilfst du mir? Komm. Aua, warum haust du ab, Kollege? Ich werde doch hier angegriffen von deinen Kumpels. Hilf mir doch mal. Warum tust du denn nichts? Jawohl! Hilfe, Hilfe, nein! Er hat ihn erst umgebracht. So, komm, komm, Hilfe, 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 komm, komm, gib Vollgas, ich werde angegriffen. Ich möchte nicht sterben. Wollt ihr, dass euer Herrchen stirbt hier oder was? Ah, ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Kommt, 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 ich brauche eure Hilfe. So geht das hier nicht. Bello, Waldi, kommt, das sind böse Wölfe. Wölfe, die Wölfe tun mir nicht gut. Komm, greif sie an, ja, genau, mach doch richtig so. Komm, 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 Vollgas, Vollgas, aua, ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Euer Herrchen gibt euch gleich nichts mehr zu essen, wenn das so weitergeht. Mann, hört auf damit. So, jawohl. Ihr seid zwei nette Hundis. So, ihr kriegt... Oh, Entschuldigung. Ihr kriegt erstmal das hier. Warte. Warte, Kollege Waldi, du kriegst das hier. Ein bisschen was zu essen und das... Oh, jetzt habe ich ja schon selbst aufgegessen. Tut mir leid, Bello. Bello, geht auf meine Kappe, du kriegst nächstes Mal was zu essen. So, jetzt habe ich hier meine zwei wunderschönen Hundis. Und darüber freue ich mich auch. Yeah! Woohoo! Oh, Leute. Erstmal ein schönes Bad morgens. So, oh, vielleicht nochmal eine Kleinigkeit essen. Yum, 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 yum. Okay, so, genug gebadet, würde ich mal sagen. So, jetzt erstmal hier den Verpflichtungen nachkommen. Muss ja sein. So, der Pro-Tag beginnt heute. Und ach, moin, Leute, übrigens an dieser Stelle. Moin, moin, moin. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich hoffe, ihr habt auch schon jetzt bei meinem zweiten Kanal vorbeigeschaut. Scabby heißt da. In der Beschreibung natürlich verlinkt, Leute. So, sonst werde ich so traurig. Genau so. Und denke nach. Aber, Leute, wir haben eine andere Mission heute. Und zwar sollen dort drüben, genau dort, da sollen so Wölfe sein. Ihr seht es wahrscheinlich. Irgendwelche komischen Wölfe sind dort gespawnt. Ich schleiche mich nämlich langsam ran und da ist ein Zebra. So, das Zebra meinte ich nicht, aber diese Wölfe sollen wohl mega komisch drauf sein. Die sind wohl echt gefährlich. Ich habe ja auch schon so explosive Bomben mitgenommen, dass wenn die mich angreifen, dass ich mich auch wehren kann, weil ich möchte natürlich nicht überfallen werden. Da hätte ich nicht so Bock drauf, ne? Ich werde erstmal so ein Tanzbattle anbieten, so dim, 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 dim. Und dann werde ich nachdenken und dann werde ich weinen, wenn ich sterbe. Aber das wird natürlich nicht passieren, Leute. Spaß beiseite, ne? So, dann schauen wir mal ganz kurz nach. Der Wolf, der sieht gar nicht mal so nett aus. So, kleiner, netter Wolf. Ich schleiche mich mal ganz kurz dran. Kleiner, netter Wolf. So, der ist... Boah, der ist ganz schön schwer. Schwer ist er ja. Ich kann ihn gar... Ich kann ihn kaum wegschieben. Kann ich ihn da reinschieben? Hier, der Kaktus. Lol. Hä? Aua! Ah! Ah, er greift mich an. Oh nein, 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 nein. Explosive Bombe. Bombe! Komm! Komm! Nein, die Bombe funktioniert irgendwie nicht.
So, ich muss ihn angreifen, Leute. Da führt kein Weg dran vorbei. Er brennt! Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Und ich möchte ihn gar nicht angreifen. Komm. Oh, das musste jetzt sein. Okay, wenn die anderen Werwölfe auch so draußen sind, das soll wohl nicht der einzige Werwolf hier sein. Irgendwie komisch. Also eigentlich sollen hier noch woanders Werwölfe sein. Da hinten sehe ich doch noch einen, oder? Das sieht mir doch stark nach Werwolf aus. Schauen wir mal ganz kurz vorbei. Ist das einer? Ich glaube da hinten, oder? Das ist gar keiner. Was ist denn das hier, oder? Das ist ein Bär. Hallo. Ja, genau. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wenn das wirklich der einzige aggressive Werwolf war, dann haben wir unsere Aufgabe eigentlich als Pro erfüllt, ne? Eigentlich wäre unsere Aufgabe damit erfüllt. Ja gut, dann kann ich nur sagen, Aufgabe erfolgreich erfüllt und gut, das war nice. Ach, Leute, erstmal Hallihallüchen an dieser Stelle. Moin, ich melde mich hier gerade zurück aus dem Brunnen. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dort hinten im Villager-Dorf, dort ist etwas, ja, dort geht etwas ab, was nicht normal ist. Denn dort sind ein paar Werwölfe. Aktuell sehen die noch aus wie ganz normale Menschen, Villager oder wie man die auch nennen möchte. Aber sobald es dunkel wird, geht hier die Post ab. Da sehen wir schon die allerersten dort unten. Ich weiß gar nicht, was ich da genauso tun soll. Deshalb, wenn es hier dunkel wird, dann muss ich mir einen Plan überlegt haben. Ich habe mir schon gedacht, okay, wir können hier erstmal mit die Werwölfe irgendwie trollen. Wir haben ja ganz viele verrückte Sachen, zum Beispiel hier das coole Dynamit, wir können auch Lava-Dynamit nehmen, wir können auch, also wir haben so viele Möglichkeiten, aber schauen wir mal, was es am Ende bringt. Funktionieren die Granaten eigentlich? Ich weiß es gar nicht, Leute. Ich weiß nicht, wie die Granaten funktionieren, da habe ich keine Ausbildung gemacht. Funktioniert hier die Explosive Bomb? Funktionieren alle nicht. Okay, gut, müssen wir wohl anders angehen. Das funktioniert aber, oder? Und funktioniert es? Jawohl, es funktioniert. Perfekt. So, Leute, ihr seht schon da, da sind die ersten Werwölfe. Okay, jetzt wird's ernst, Leute. So, wie gehen wir das Ganze an? Wir machen es erstmal harmlos. Erstmal werfen wir eine Granate dorthin. So, erstmal ein bisschen Lava baden, ne? So, sehr, sehr schön. Okay. Zack, da war es auf jeden Fall hinter uns. Ist die Frage mit den zwei Kollegen. Die sollen einfach in die Luft geschleudert werden. Die werden jetzt in die Luft geschleudert, zack. Und dann fallen sie einfach irgendwann runter. Einfach so. Und da ist sogar eine Schlange. Die Schlange wird einfach mit nach oben geportet. Läuft bei denen. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier betroffen davon? Auf jeden Fall ein paar. Sind die auch in Häusern? Lol, guck mal, in den Häusern, da sind die auch betroffen. So, da ist einer. Das waren aber mehr Werwölfe. Ich muss das ganze Dorf auf jeden Fall evakuieren mit Lava. Zack, 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 zack. Und ja, perfekt. Okay, jetzt wird auf jeden Fall Lava fliegen, wenn er runterfliegt, oder? Eine weiche Landung wird's geben. Die Frage ist nur, wie es denen gefällt. Und jetzt kommt, Oh, sie haben es überlebt, aber... Eieieiei, okay, von dem Villager-Dorf ist gar nicht mehr viel übrig geblieben. Aber Leute, ich bin nicht umsonst der Hacker, sonst wäre ich nicht dafür verantwortlich, was ich hier tue. Deswegen, ich denke mal, das sollte genug Lava sein. Ich habe meinen Job hier getan und weiter geht's. Ciao. Ah, Leute, erstmal willkommen auch von meiner Stelle hier. Ich wurde wieder mal gerufen, weil hier angeblich irgendwelche Probleme sind. Ich weiß nicht ganz genau, was dort los ist, aber irgendwelche Werwölfe sollen hier ihr Unwesen treiben. Und bevor es Nacht wird, soll ich hier mal für Ordnung sorgen. Ich als Gott, ich meine, wenn ich das nicht mache, dann macht das auch eigentlich gar keiner, ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Von dem her, okay, Leute, schauen wir mal ganz kurz nach, was das Ganze hier auf sich hat. Also, es gibt hier ein paar Menschen, die eigentlich Werwölfe sind. Das ist zum Beispiel einer, das ist, glaube ich, keiner. Der hier ist auch sehr... Ich schlag sie mal. Okay. Okay, die sagen immer das Gleiche. Ja, das sind sie, ganz, ganz klar. Okay, Leute, wir haben jetzt ein paar kleine Optionen. Wir können das Dorf einfach mit der Axt Gottes, wir haben natürlich die Erlaubnis dazu, wir können das ganze Dorf mit der Axt Gottes in Lava setzen. Sollen wir das mal, oder sollen wir es erstmal verschwinden lassen? Das ist auch eigentlich, wir setzen es einfach, warte mal. Ich habe eine andere Idee. Wir machen jetzt hier Position 2 und wir setzen das ganze Dorf jetzt einfach mal mit... Was machen wir jetzt, ist die Frage. Mit Gold? Dann freuen die sich vielleicht erstmal, Gold machen wir. Und zack. Jetzt freuen die sich im ersten Moment, denken sich, boah, klasse, Gold. Aber Leute, ne, die werden jetzt in diesem Gold ersticken. So. Das heißt, die werden nicht mal auf die Idee kommen, sich in Villager-Dörfer zu begeben und dort einen auf unschuldig zu tun, obwohl sie gar nicht unschuldig sind. Das kann ich hier nicht gefallen lassen. So, machen wir das Ganze jetzt mal wieder weg. Leben sie noch? Das ist jetzt hier die Frage aller Fragen. Sind sie noch am Leben? Nein, die sind nicht mehr am Leben. Die haben sich jetzt aus dem Staub gemacht. Ja,
Dann habe ich ja meine Aufgabe erledigt. Ich habe auch gar nicht das Villager-Dorf kaputt gemacht. Das war nämlich mein Ziel. Ich will als Gott natürlich hier nicht das Villager-Dorf unbedingt kaputt machen. Naja, aber Aufgabe erfüllt, dementsprechend erfolgreich. Und da kann ich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut auch bei meinem zweiten Kanal vorbei. Scabby Noob, der Link ist in der Beschreibung. Unbedingt abonnieren, Leute. Würde mich wirklich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao.